Hallo Leute und willkommen hier zurück zur Runaway Teen Challenge. Die beiden Mädels sind immer noch am Tanzen und was macht Moritz jetzt? Er setzt sich erstmal hin an den Schreibtisch, auf dem kein PC steht. Oh, dieses coole Lied, ne? Ich habe das vorhin überall gesucht und habe das nicht gefunden. Voll schade, aber vielleicht habt ihr mir das schon zur letzten Folge in die Kommentare geschrieben, das kann sein. Echt, ich habe ewig lange das Lied gesucht. Ach, ist das schön, ich mag das. Vor allem tanzen die beiden gerade synchron. So, die gute Chloe schläft noch ein bisschen. Ja, sie ist ja auch gerade eben erst eigentlich ins Bett gegangen. Rachel, möchtest du vielleicht auch mal schlafen gehen? Oh, das klingt so cool. Ja, ich meine, Lea kann ja eventuell noch ein bisschen weiter tanzen, aber du gehst erstmal schlafen. Moritz legt sich auch ins Bett mit Kurzhaarfrisur. Oh, die Musik ist zu laut. Oh, das tut mir leid. Machst du die aus? Mit Lea plaudern. Oh, er meckert sie wahrscheinlich an. Ja, wahrscheinlich meckert er sie an, dass die Musik hier zu laut ist. Wir machen die mal aus und dann kannst du schlafen gehen. Und wie geht es Lea? Lea hat noch ein bisschen Hunger. Sie macht jetzt gerade erstmal ein Selfie, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann kannst du dir... Oh, ist gar nichts mehr da. Hm, ich weiß ja nicht. Pass auf, dann würde ich sagen, gehst du schlafen. Ich schicke dich aber ins Bett, das ist mir ein bisschen lieber. So, dann gehst du jetzt erstmal schlafen. Dann müssen wir mal schauen, wer morgen Frühstück macht, ob die Chloe dann wieder fit ist. Und Chloe nimmt dann gleich auf jeden Fall ihren Verjüngungstrank. Der Geburtstag von Lea naht. Ja, und das ist nicht das Einzige, denn auch der Geburtstag von Rachel naht. Ich glaube, sie hat ja heute dann im Endeffekt Geburtstag. Ich habe mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts überlegt für den Geburtstag. Feiern wir mal wieder im kleinen Kreis. So, Chloe kann auch aufstehen. Ja, das ist die Frage. Feiern wir im kleinen Kreis? Was machen wir? Gehen wir vielleicht irgendwo hin, nur mit der Familie oder so? Ich weiß es nicht. Ach, du Arme. Pass mal auf, du gehst jetzt erstmal, zur Toilette. Spaß hast du auch total wenig, aber du kannst gleich beim Futtern ein bisschen Fernsehen schauen von mir aus. So, Lea, du bist auch schon wach. Du kannst dann oben zur Toilette gehen. Und dann müsste hoffentlich die Rachel gleich schon mit dem Essen fertig sein. Boah, das ist so toll hier, mitten in der Nacht, beziehungsweise ganz früh am Morgen erstmal so einen Bohneneintopf. Oh, das kommt natürlich richtig gut, ne? Voll lecker. Ja, große Frage, ne? Was machen wir? Wir haben mit Chloe den Geburtstag schon im Urlaub gefeiert. Und wir haben, oh, Level 6 der Kochfähigkeit. Wir haben auch schon mal im kleinen Kreis und hier draußen gefeiert. Das war Chloes erster Geburtstag. Und ja, deshalb weiß ich nicht, gehen wir vielleicht spontan echt irgendwo hin? Rachel, schau mal den, von mir aus den Kochkanal. Nee, Chloe, setz dich auch mal bitte hier hin und schau auch den Kochkanal, damit ihr ein bisschen mehr Spaß habt, als wenn ihr da jetzt gerade rumquatscht. So, Lea ist auch fertig, holt sich was zu essen. Lea, wo bist denn du? Ach, du kommst jetzt, okay. Und der Moritz ist dann jetzt auch wach und zieht sich erstmal um. Ich habe es natürlich, wie sollte es anders sein, mal wieder vergessen, sein Outfit zu ändern. Alltagskleidung. So, beziehungsweise die anderen Outfits rauszuschmeißen. Dann gehst du zur Toilette und holst dir auch einen köstlichen... Welcher steht denn jetzt da? Chloe. Nee, hol dir den mal bitte. Würstchen und Bohnen essen. Du kannst ja dabei Fernsehen schauen, das ist ja in Ordnung. Und Lea setzt sich auch hier hin. Ach, schön. Ja, okay, dann haben wir ja bald... Dann haben wir jetzt zwei Geburtstage hintereinander, ne? Ein Tag. Und was ist jetzt mit dir? Ja, heute, am Mittwoch. Ja, eine gute Frage. Wir könnten natürlich auch den Geburtstag bei den ganzen anderen Life is Strange-Charakteren feiern, ne? Das wäre vielleicht auch eine Idee. So... Ich will jetzt nicht sagen zum Abschluss, aber passend irgendwie zur ganzen Challenge, zu den ganzen Charakteren, wäre das doch schon ganz cool. Vor allem sind da ein paar Leute, die wir kennen. Das heißt, wir feiern nicht ganz alleine. Wäre vielleicht eine Idee. Ich würde da dann auch kein gesellschaftliches Ereignis rausmachen, sondern einfach so hingehen, vorher eine Torte backen. Oh, was stinkt denn hier? Ach, die Rachel stinkt hier. Ja, pass auf, dann hüpfen wir mal ganz schnell in die Dusche. Ja, das Problem ist, dass Chloe auf jeden Fall heute arbeiten muss. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das mit dem Verjüngungstrank funktioniert. Wenn du gleich aufgegessen hast, gehst du die Daten durchsuchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das funktioniert, beziehungsweise wie lange die Sims dann verjüngt sind. Das werden wir sehen. Web-Datenbank durchsuchen. Okay. Das habe ich damals einmal bei der Julia gemacht, glaube ich. Oh, da läuft die Max rum. Und hab aber nicht mehr wirklich in Erinnerung. Na, Moritz, hallo?
Moritz, hallo? Du stehst da. Moritz, warum stehst du da? Ist das doch? Ja, sehr schön. Kannst auch damit vor den Fernseher, das passt schon. Cheshire, Bing Capa Ach, Chloe. Ja, ich muss aber auf jeden Fall, wenn sie gleich hier aufgefuttert hat und die Daten durchsucht hat, dann gebe ich ihr den Verjüngungstrank, noch bevor sie zur Arbeit geht. Nicht, dass die irgendwie bei der Arbeit stirbt. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber es wäre nicht schön. Was musst du noch machen? Okay. Okay, ihr fangt schon an zu pupsen. Das geht ja gut los. So, Lea, dann würde ich sagen, du spielst ein bisschen Schach. Spielen. Moritz ist da jetzt erstmal auf, sonst geht es ihm auch gut. Rachel ist auch fertig, das ist schön. Und ist selbstsicher. Ja, Moritz umarmen, das ist lieb von dir. Aber ich bin dafür, dass du noch ein bisschen was malst. Oh, was ist denn da draußen los? Jumé und Julia. Landschaftsgemälde nach Vorlage malen. Wir können ja mal nach Vorlage malen. Großes und dann eventuell die Lea. Eventuell die Lea malen, das wäre super lustig. So, ich lasse dich das jetzt noch machen, da geht dein Spaß ein bisschen runter. Das ist natürlich. Das ist natürlich traurig. So, ich hoffe, wir bekommen die Lea jetzt hier gut drauf. Das wäre schön. Na. Ach ja, das ist doch ganz schön. Können wir das. Ah, nee, man kann es ja leider nicht. Wow. Kann es leider nicht drehen. Ja, so finde ich das ehrlich gesagt aber nicht so schön. Aber so von der Seite ist vielleicht ein bisschen langweilig, oder? Ach komm, wir machen das erstmal. Wir müssen es ja auch nicht aufhängen, wenn es gar nicht so schön aussieht. Wir können es ja dann auch verkaufen. Na, Moritz, schon am Pupsen? Noch nicht, ne? Dafür aber Lea. Ach, großartig. Ja, schön. Schön, dass ihr da so einen Spaß habt. Und Chloe ist konzentriert. Das ist wunderbar, wenn du auch. Oh nein. Oh nein. Wenn du auch konzentriert gleich zur Arbeit gehen würdest. Aber vorher muss ich den Trank nehmen, darf ich nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wenn Chloe dann. Ja, von der Arbeit wiederkommt, dann ist es schon 19 Uhr. Aber ich meine, dann machen wir vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Sie soll aber auch nicht zu Hause bleiben, weil ich echt die Befürchtung habe, auch, dass wir das auch mit Verjüngungstrank nicht wirklich schaffen. Oh, Lea, pass mal auf, du bist ja schon konzentriert, ne? Dann geh doch mal an den PC und spiele ein bisschen, schreiben, Spiel spielen. Von mir aus Sims Forever. Dann erfüllst du da nämlich. Oh Gott, was ist denn hier los? Moritz macht seine Zusatzaufgaben. Ersetzen für 80. Komm, das machen wir. Und hier wird wild rumgepupst. Moritz, du kannst das aufwischen. Ich schau mal eben, wie viel uns das kosten würde. 120, das ist auch noch in Ordnung. Müssen wir mal schauen, wer das dann gleich aufwischt. Bis auf Moritz sind gerade alle konzentriert. Ach, wie schön. Ihr müsst aber. Oh, das war ganz schön doof. Sie muss doch gleich zur Schule. Ja, klar, das bringt uns ja hier für unser Ziel gar nichts, für unser Bestreben. Bei 2 Stunden am Stück, ja. Nee, wir spielen ja gar nicht 2 Stunden am Stück. Das wird ja nicht funktionieren. Wischst du jetzt. Ach, er wischt jetzt doch noch oben auf. Das ist ja nett von dir, Moritz. Das ist wirklich toll. Und du bist ja auch wild am Daten durchsuchen und. und abpupst. Ach, ist das toll. Ich mag das. Rachel auch noch beschäftigt. Oh, die Julie in Uniform. Oh, das habe ich ja ewig nicht gesehen und auch sie ist traurig. Wisst ihr, was ich heute gedacht habe? Sage ich euch gleich. Och, Julie. Oh. Ich habe heute, als ich die Folge von gestern hochgeladen habe, habe ich ja schon gesagt, dass die ganzen Sims hier so traurig sind, ne? Da dachte ich schon so. Was ist das denn? Da dachte ich schon so, die sind bestimmt alle traurig. Weil das Spiel aus irgendeinem Grund weiß, dass die Challenge bald endet und dass Chloe sterben wird. Ist das vielleicht so, dass deshalb so viele traurig sind, dass das Spiel irgendwie reagiert, wenn der aktive Haushalt, wenn da jemand nah am Tod ist? Ich bin mir da nicht sicher, aber das verwundert mich halt. So, pass mal auf, du kannst aufhören zu spielen, denn ihr geht jetzt zur Schule. Moritz braucht auch nicht mehr aufwischen. Und Chloe, bist du damit fertig? Du bist doch fertig, oder? 75% erledigt. Du bist gleich fertig. Rachel, wie ist das Gemälde geworden? Ach ja, das ist ja ganz okay. Wir können auf jeden Fall mal die Leinwand rahmen. Moritz macht sich jetzt hoffentlich auch auf den Weg zur Schule. Sehr schön. So, jetzt. Ja, Chloe ist fertig. Das ist wunderbar. So, jetzt gehe ich hier in den Belohnungsstore. Und das war doch ganz unten, glaube ich. Oder Jugendschrank.
Okay, einlösen. Dann verbleibendes Punktegut haben. Ja, okay, ich nutze das ja sonst sowieso nicht. So, dann schauen wir mal in ihr Inventar. Da ist er drin. Trinken. Stopp, 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 stopp. Das möchte ich natürlich ganz genau miterleben. So viel zum Thema. Okay. Okay. Sie hat ihn genommen. Sie hat ihn genommen und ihr bleiben noch. Also man weiß nicht, wie lange ihr Zeit, also sie noch Zeit hat, aber sie ist nicht mehr nah am Tod. Das ist mega nice. Ach, cool. Ja, schön. Schön, schön. Dann haben wir jetzt zumindest noch ein bisschen Zeit. Und ich würde sagen, Rachel, was hast du vor? Willst du da was säubern? Ja, das ist ganz gut. Und danach kannst du, oder pass mal auf, wir machen Aufwischen und dann säubern. Das ist schon in Ordnung. Chloe hat jetzt noch eine Stunde Zeit. Und kann, würde ich sagen, sich ein bisschen um den Garten kümmern. Und sie ist wieder ein bisschen jünger. Ach schön, das freut mich. Sie ist natürlich immer noch eine Oma geblieben. Das ist auch super, dass wir jetzt nicht so weit zurückgehen, dass sie irgendwie wieder eine Erwachsene ist. Schaut mal, die Yume auch ganz traurig. Wer auch immer das ist, ist auch traurig. Was ist da los? Ich weiß es nicht. So, Chloe muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Und wenn ihr dann alle wiederkommt, das dauert natürlich noch ein bisschen, dann feiern wir Rachels Geburtstag. Und sie ist dann auch eine Oma. Ach, cool. Ich weiß aber gar nicht, ob das in dieser Folge hier noch klappt. Werden wir dann sehen. Ich glaube, ich spule das Ganze hier gerade mal ein bisschen vor. So, dir geht's ja soweit gut, ne? Pass mal auf. Willst du noch ein bisschen was malen? Wir können das ja erstmal einfach so... Ich klatsche das mal hier so hin. Können wir das später nochmal richtig aufhängen. Und dann kannst du nochmal ein klassisches, großes malen. Du brauchst dir da gerade nicht die Fische anschauen. Chloe, es ist so schön, dass wir dich doch noch ein paar mehr Tage sehen werden. Das freut mich wirklich. Vor allem, oh Leute, wisst ihr, was voll gut ist? Vor allem ist sie dann in etwa genauso alt wie Rachel. Oh, es ist schon 10 Uhr, ab zur Arbeit. Ab zur Arbeit, Madame. Ja, sie ist in etwa, oh, sie geht auch konzentriert, super. In etwa so alt wie Rachel, das ist total gut. Ah, die mal das schöne Bild. Und dann sterben die beiden vielleicht zusammen oder so. Oh, das wäre toll. Yume, immer noch traurig. Unfassbar. So, du kannst, pass mal auf, Madame, du kannst fleißig arbeiten. Und du kannst mal wieder ein paar Freundschaften schließen. Und du auch. Ihr habt zwar in letzter Zeit wenig Hausaufgaben gemacht, aber das macht nichts. So, du malst jetzt erstmal noch das Bild zu Ende. Das ist in Ordnung. Wer ist denn da? Oh Gott, das war doch eine aus meinem allerersten... Aus meinem allerersten Haushalt. Antonia, genau. Habe ich mal als allererstes privat gespielt und da war die noch ein Kind und jetzt ist sie eine Oma. Krass. Okay, also du malst da jetzt erstmal und dann kannst du dir schon mal einen Kuchen backen. Verdorbenes Essen aussortieren ist natürlich auch gut. Ich schau mal, ich kann doch das hier auch so in den Mülleimer ziehen, oder? Jawohl. Das ist wunderbar. Ich glaube, ich verkaufe die mal eben kurz. Und die Rose natürlich auch. Dann kommt noch ein bisschen Geld in die Kasse. Wow, 519 haben uns die Zwiebeln gebracht. Das ist nicht schlecht. So, wird auch verkauft. Oh, ich glaube, ich habe von Rachel mal irgendwann eine unbestimmte Frucht verkauft, ne? Die ich eigentlich irgendwann nochmal analysieren wollte. Das hat ja super funktioniert. So, das kommt in den Mülleimer. Und von mir aus kann da auch gleich die Milch rein, weil die ist bestimmt auch verdorben, oder? Nee, 2 Tage noch. Egal. Gibt's nicht. Nee, schade. Okay, so, Rachel, du kannst dann was kochen, beziehungsweise backen. Was machen wir denn mal? Ein Erdbeerkuchen. Ja, ein Erdbeerkuchen ist doch ganz schön. Ich hoffe, dass es den anderen dann auch ganz gut geht, wenn die aus der Schule kommen. So, Musik mal eben kurz ausmachen. Und das sieht so schön aus. Hahaha. Ja, wunderbar. Da läuft die Trauergruppe. Unfassbar. Und ich war da gerade wieder am Joggen, ne? Ich war da wieder am Joggen. Das ist unfassbar. Warum bin ich nicht traurig? Ist die Kate denn traurig? Nee, auch nicht. Ach, Kate, ich hoffe, du bist dann auch gleich da, wenn wir uns einfach zu euch einladen. Einfach mal so, hey, hier sind wir feiern jetzt hier einen Geburtstag. Mm. Lecker Torte. Mhm. Mm.
Ah, was riecht hier komisch? Oh, Chorg. Chorg. Ist vielleicht doch noch was im Kühlschrank? Oh, Lumber. Lumber? Was laberst du denn? Wow. Aber du hast es ja schon richtig drauf, ne? Hey, so, spulen wir nämlich auch mal vor. Zack, in den Ofen. Dauert ja zum Glück nur ein, zwei Minütchen. Dann ist der Kuchen schon fertig. Oder auch doch nicht. Ja, oh, der sieht voll gut aus. So, ab in den Kühlschrank. Und hoffen, Moritz hat Marina in der Schule getroffen. Und hoffen, dass niemand sich da heimlich dran bedient. Du kannst hier mal alles ernten. Das ist auch nicht wirklich unwichtig. Ja, und Chloe kommt dann erst um 18 Uhr wieder, ne? Ich glaube, das werden wir dann echt in dieser Folge nicht mehr schaffen. Schade. Und ich möchte so eine Geburtstagsfeier... Oh, Telefon? Wer ruft an? Möchte vorbeikommen und abhängen? Ja, klar. Ja, cool. Alyssa? Möchte mal von alleine... Alyssa, wo sind deine Haare? Ach, da sind deine Haare. So, herbeirufen. Ich hoffe, dann kommt sie in den Garten. Alyssa, was ist los mit dir? Was? Ist da los mit dir? Geil, immer mal wieder eine Glatze. Ja, ich glaube, mit der Frisur stimmt irgendwas nicht. Das haben wir auch schon mal bei ein paar anderen Sims gesehen. Dass das irgendwie ein bisschen rumspinnt. So, jetzt steht sie hier. Über Fitnesstechniken reden. Ja, das ist wahrscheinlich genau das Richtige für Alyssa. Schön, dass sie jetzt einfach da so rumsteht. Mit Handschocker reinlegen. Ja, gerne. Ach, Rachel. Wie geht's ihr denn? Oh, sie fühlt sich unwohl. Warum? Verrückten Plan vorschlagen. Klopf, klopf, Witz. Warum fühlt sie sich denn unwohl? Können wir mal einen Witz über Affen erzählen? Geht's ihr dann besser? Ja, ich möchte sie so gerne aufmuntern. Können wir das nicht direkt machen? Handmassage anbieten, kennenlernen. Tratschen. Nee, irgendwie schade, geht das nicht. Ihre Stimme ist auch irgendwie grässlich, ne? Über was auch immer ihr da labert. Über Interessen reden. Ja, das ist doch nett. Moritz hat Ben an der Schule getroffen. Ach so, den The Walking Dead Ben wahrscheinlich. Gemeinsame Aktivitäten. Nee, bitten in die Wolken zu schauen. Nee, nee. Fragen wir sie mal nach ihrem Tag. Und ich schau mal gerade eben, was hier noch so los ist. Wer läuft hier traurig rum? Niemand. Was macht ihr? Carla Creep läuft einfach weiter. Heute keine Schlägerei mit Carla. Das hatten wir letztens erst. Jetzt sind die Haare schon wieder weg. Sieht so lustig aus. Ach, da ist auch die Max. Ach, toll. Ja, hallo Max. Wir sehen dich. Schön, dass du winkst. Alyssa, du plapperst ganz schön viel. Kann das sein? Umarmen. Umarm sie mal. Ah. Oh, ach, schön. So, Moritz ist fertig für heute. Moritz, Outfit ändern. Was ist los? Stinkt einer von euch? Moritz stinkt. Moritz, das, huch, das geht ja wohl nicht. Ich bin dafür, dass du dann erstmal duschen gehst. Und dann kannst du dir danach was zu essen nehmen. Ist ja noch ein bisschen was da hier von dem köstlichen Camper-Eintopf. Was ist mit Lea? Nein. Lea, du gehst nicht an den Kuchen. Soweit kommt's noch. Du musst ja auch duschen. Du musst ja auch duschen. Pass auf, geh hier einfach in die Badewanne. Kannst ein Schaumbad nehmen. Alyssa mit Glatze. Ach, ist das großartig. Jetzt Alyssa ohne Glatze. Wollt ihr noch mal ein Foto zusammen machen? Das ist doch schön. Foto machen mit. Mit Alyssa. Eine 2 ist eine gute Note. Oh, okay. Ja, macht mal ein Selfie, ihr zwei. Yay. Und? Oh, wie schön. Leute, wir müssen noch mehr Fotos machen, auch mit Chloe. Oh, das sieht so toll aus. Ja, ich hoffe, da ist jetzt auf keinem ein schwarzer Fleck. Das wäre sehr schade. Oh, Rachel hat auch schon ein bisschen Hunger. Dann bin ich dafür. Huch. Dann bin ich dafür, dass du auch mal den Kühlschrank öffnest. Also hier sind jetzt noch 8 übrig, okay. Da darf echt niemand rangehen. Das wäre voll schade. Oh, die Kuhpflanze. Oh, Leute, die habe ich auch voll vergessen. Oh, shit. Lea ist jetzt in der Dusche. Stimmt, die Kuhpflanze.
Oh, die muss gleich auf jeden Fall irgendjemand bewässern. Wer ist denn als erstes fertig? Wahrscheinlich Moritz, ne? Moritz, bewässer mal bitte die Kuhpflanze. Alissa geht jetzt nach oben. Und dann kann er sich danach von mir aus auch was zu essen nehmen. Ach komm, das backt wieder. Das backt doch wieder rum. Ein Gericht nehmen. Jetzt hat er wieder die Sachen an. Ach, Menno. Ach, Menno, Moritz. Aber schön, dass du die Kuhpflanze bewässerst. Was? Huch, was war das denn jetzt? Moritz, warum hast du die nicht bewässert? Ach, weil du jetzt erstmal was isst. Ja, gut. Okay, dann kann vielleicht Rachel das gleich machen. Und ich hoffe, dass es Chloe einigermaßen geht bei der Arbeit. Ja, och Mann, es tut mir so leid. Alissa ist hier am Zocken und die Haare waren gerade irgendwo hier hinten. Ist natürlich auch schön. Also, du isst jetzt und du isst jetzt. Du isst dann aber nicht zweimal, ne? Du futterst jetzt erstmal das hier. So, ich glaube, Lea ist dann die nächste, die fertig wird. Dann soll sie bitte die Kuhpflanze bewässern. Ich habe das echt total vergessen. Vielleicht, weil die hier vorne steht und man dort irgendwie nie hinguckt. Oh nein, das eine Bild hat schon einen schwarzen Fleck, sehe ich gerade. Sag mal, warum kannst du die nicht bewässern? Was ist denn da los? Lea, komm mal bitte. Was macht die denn da jetzt? Lea, du sollst nicht am Handy rumspielen, du sollst hier die Pflanze bewässern. Mach das mal. Yay, die Kuhpflanze bekommt endlich Wasser. Juhu. Sie hat die Gartenfähigkeit erworben. Ach Lea, jetzt sei doch nicht so genervt. Ihr habt heute noch viel vor. Moritz futtert da immer noch. Ach, cool. Ja, schön. Ach, Lea, jetzt reg dich doch nicht auf. Ist doch alles gut. Können wir damit noch was machen? Nee, gerade nicht. Okay, du musst zur Toilette. Dann würde ich sagen, gehst du mal eben hier hin. Ich muss nur echt aufpassen. Ja, Moritz, du hast doch schon wieder irgendwas gemacht, ne? Zieh dich bitte erstmal oben im Outfit ändern. Feier den Geburtstag. Ja, das will ich doch. Alltagskleidung. 3. Und jetzt geht's Lea nicht gut, weil sie Hunger hat. Ach Leute, euch geht's allen nicht gut, ne? Das ist voll traurig. Es ist nichts mehr zu essen da. Das heißt, Lea kann ein bisschen was kochen. Von mir aus mal Rührei, das sollte sie ja wohl noch hinbekommen. Was macht Rachel jetzt? Die schaut sich das Aquarium an. Naja gut, Leute, wir werden das mit dem Geburtstag hier leider nicht in dieser Folge hinbekommen. Aber dafür in der nächsten. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Das macht Moritz, er geht nach oben, du gehst nach unten. Rührt bloß nicht meine Torte hier an, das wäre sehr schade. Und Alissa sitzt da mit Glatze und liest ein Buch, das ist auch schön. Gut, Leute, ich sage, wow, ich sage bis zur nächsten Folge. Tschüss!